Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Seltsam. Moment, was ist das? Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Ach, die Qualität ist exzellent. Aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab.
Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge seine Seele dies unbeschadet überstehen. Ad Lucem. Vorsicht! Die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Ganz dann ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glauben. Ich hab keine Angst, keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Von dem Zeug. Ganz sicher. Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Oh, mein Kopf. Psst, da ist er. Mama, wo bist du? Nein, er darf mich nicht sehen.
Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof die des Prima... Es sieht so aus, als wäre da drüben etwas. Genau da! Prima Macula. Nein. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Was? Das kann nicht sein. Nun ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Da drüben ist... Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Siehst du, Amicia, ich hab Mama gefunden. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel.
Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit ihr machen? Ja, geht. Schnell! Was war das? Ich seh mal nach. Nein, nichts. Gar nichts.
Senor Nicolas! Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen! Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Herr Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir! Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein! Ihr werdet alle zur Hölle fahren, ihr und eure verfluchten Ratten! Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Da ist er. Er geht Mama holen. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Senor Nicolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohnen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Wir können nicht weg.
Bitte, lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psch, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Oh, gute Güte. Du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Magistra de Ruhe. Ja, redet zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Und ein Folterknecht muss effizient sein. Kein unnötiges Spektakel. So weich. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Bremseisen, Säge, alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, gehe ich besser auf Nummer sicher. Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Hm.
Käfige. Was zum... Na gut. Komm. Schnell, schnell. Scheiße, wir müssen weg. Bewegung! Sehr gut, weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Laternen! Sie mögen keine Laternen! Oh, es funktioniert! Kusch! Nicht hinsehen, nicht hinsehen! Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Oh, mein Kopf! Hört auf zu schreien! Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Geschafft, ganz allein. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Weh. Mein Hand, wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme... Kannst du ihr antworten? Hugo, kannst du sie hören? Ja, sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja.
Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen, damit wir hinaus können. Kannst du das? Aber konzentriere dich, sonst werden sie wieder gefährlich. Es funktioniert! Sehr gut. Mein Kopf ist weg! Das war die Makula. Doch du hast dir geantwortet. Lass uns gehen. Verrückt. Versperrt. Suchen wir weiter. Wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Thank you.
Bravo. Diese Ratten. Was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erst mal hier herauskommen, ja? Also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Sag deiner Mann, Lebewohl, Kleiner. Tu dir nicht weh! Ich mach's kurz und schmerzlos. Sag deiner Mann, Lebewohl, Kleiner. Tu dir nicht weh! Oh nein! Habe ich ihn getötet? Tut mir leid, Hugo. Angriff! Tötet sie! Was soll ich tun? Vitalis, hört auf!
Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Das ist nicht wahr. Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft fängt von euch an. Nutzlose Nacht! Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet! Halt sie durch! Riva Makula! Sie reagiert! Macht weiter! Hört auf, ihn zu quälen! Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt! Zu spät! Kommt! Der Junge wird schwächer! Ja, verstehe sie! Die Schwelle wartet! Ich bin bereit zu sterben. Es wird meine Ehre. Genug. Die Schwelle noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Tröpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Öko. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen.